Hallo ihr Lieben, hier ist Abo von Lavabo. Im heutigen Teil geht es darum, unsere Spielfigur zu animieren. Und da ich zurzeit viel um die Ohren habe, werde ich jetzt mal den Spielecharakter aus einem anderen Tutorial benutzen, aber das Prinzip bleibt ja gleich. Und dazu sei noch gesagt, dass so weiterhin neue Videos für GDeveloper 5 rauskommen werden, aber halt ein bisschen langsamer. Aber es gibt noch so viel zu zeigen und zu machen, also da kommt noch einiges. So, als erstes einfach bei unserem Spielecharakter, das war ja vorher hier die Figur, ich habe jetzt die aus den anderen genommen. Und hier bei der Animation 1 tun wir uns jetzt so gesagt einfach neuen Charakter anlegen. Beziehungsweise kann man normalerweise den Stand rein kopieren, damit man die Höhe und die Breite ungefähr hat. Und dann hat man so gesagt, die Hauptfigur hier. Und dann tut man sich kopieren, indem man hier unten auf Duplikat drückt. Dann hat man das zweite, dann würde man das zeichnen. Leicht die Arme versetzen, halt eine Schrägansicht dann machen statt eine Vorderansicht. Wenn man das erste dann gezeichnet hatte, würde man dann die Stehfigur so gesagt löschen, die man vorher hatte, und hätte dann die erste Figur, die nach links läuft. So, ich mache das jetzt mal rückgängig. So, das sollte es sein, genau. Und wie gesagt, dann hat man jetzt hier, wie ihr seht, verschiedene Stufen, wie die Füße sind und die Arme. Und wenn man das hat, einfach auf Speichern drücken, anwenden, dann gehen wir auf die Ereignisse und sagen jetzt bei den Ereignissen, wenn wir eine Taste drücken, und zwar links, dann soll die Spieleranimation geändert werden auf 1. Und wenn wir das jetzt testen, das werdet ihr gleich sehen, die Figur läuft. Und wenn man jetzt loslässt, läuft sie weiter. Und wenn man in die andere Richtung läuft, läuft sie so gesagt rückwärts. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir kopieren uns jetzt den Block, indem wir hier ins Graue klicken, STRG C, STRG V, und sagen jetzt hier, wenn wir nach rechts laufen, dann soll er auch noch die Animation abspielen, aber dann soll er hier noch Spieleranimation so gesagt, beziehungsweise das Objekt Spieler horizontal spiegeln und sagen hier ja. Und hier oben müssen wir das jetzt auch einfügen, damit er das dann so gesagt rückgängig macht, und sagen die Spieler, das Spielerobjekt soll horizontal gespiegelt werden. Nein, damit es wieder zurücksetzt. Und wenn wir das jetzt testen, können wir dahin laufen. Ihr seht, das geht immer noch nie. Das machen wir gleich. Und jetzt können wir auch in die andere Richtung laufen, weil er einfach den Spieler so gesagt dreht. Das Objekt spiegelt horizontal. Und jetzt sagen wir, lassen wir die Taste los. Zum Beispiel Left. Dann soll er die Spieleranimation wieder auf 0 setzen. Das kopieren wir uns jetzt einfach. Es gibt auch die Möglichkeit, die normalen Operatoren zu benutzen. Zum Beispiel, sagen wir, wenn die linke Taste gedrückt wird und, naja, und passen hier zum Beispiel, wenn die linke Taste gedrückt wird oder die rechte Taste gedrückt wird, dann führt er das aus. Aber wir zeigen das erstmal jetzt hier mit den Operatoren. Das machen wir nochmal an einem späteren Zeitpunkt. Wie gesagt, es gibt immer mehrere Wege, wie man es machen kann. Am Ende funktionieren sie alle. So, jetzt haben wir das gemacht und jetzt werdet ihr sehen, dass der jetzt die Animation nicht mehr abspielt. Da muss ich kurz gucken. Gedrückt wird habe ich, wenn natürlich nicht gedrückt wird, sondern wenn die Taste losgelassen wird. Und natürlich auch hier, wenn die Taste losgelassen wird, dann soll er das machen. Wir laufen nach links, lassen los, Spielfigur steht. Wir laufen nach rechts, lassen los, Spielfigur steht. Und somit haben wir die Spielfigur animiert. Man kann jetzt natürlich hier noch die Geschwindigkeit der Animation setzen. Und wenn wir hier auf Pusher gehen, seht ihr ja, jetzt sind es 15 FPS und 0,0667. Und wenn wir sagen, jetzt soll schneller sein, dann geht der Wert runter da hinten.
0,05 jetzt zum Beispiel. Wollen wir sagen, wir machen mal 13 und gucken uns das an. Genau. Und so könnt ihr halt natürlich auch, wenn ihr die Leertaste drückt, dann springt ja die Figur. Dann würdet ihr einfach jetzt hier bei Spieler hier unten jetzt eine Animation 2 machen und würdet dann die Stehfigur nehmen als Ausgangspunkt. Und dann zum Beispiel, dass die Beine hochgezogen werden. Und ich zeige euch das jetzt mal der Idle-Animation. Da machen wir jetzt mal eine ganz einfache. Ne, da müssen wir nie rein. Gehen auf Bearbeiten und tun jetzt hier einfach eine Kopie machen. Und da ändert sich jetzt nichts, aber wir können jetzt zum Beispiel sagen, mit einem Handtool, dass die Spielfigur ein Stück hoch geht und so gesagt wie rumzappelt. Und sagen, da sollen Schleife abgespielt werden. Auf Insel einfach anwenden. Und wenn wir jetzt starten, seht ihr, die Figur wird vielleicht rumzappeln, so gesagt. Also ungeduldig wäre. Und wie gesagt, so macht ihr das. Ihr könnt natürlich jetzt hier auch reingehen und machen, dass die Spielfigur zum Beispiel steht. Und dann ihre Arme nach einer bestimmten Zeit nach oben sich bewegt oder mit einem Auge oder sich umguckt. Das könntet ihr halt alles hier machen. Ihr könnt dann natürlich auch sagen, dass das die Standardanimation ist fürs Rumstehen. Und wir können dann später eine Abfrage machen, wo ihr dann die Arme hebt. Und dann könnt ihr dann sagen, dass nach einem bestimmten Zufall sich dann halt eine Idle-Animation nimmt. Zum Beispiel Animation 1 oder halt Animation 2 oder Liegestütze macht. Das kann man dann hier alles halt definieren. So. Ich hoffe, das war verständlich und mich. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich habe es ein bisschen rausgeschoben in der Animation, weil das immer viel an der Grafik rumgeschraube ist. Aber jetzt haben wir es gemacht und in dieser Zeit, wie gesagt, geht es weiter. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, tschüssi.